Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3, zu unserem kleinen Westernbereich. Bin gespannt, was hier noch draus wird. Erstmal muss ich hier natürlich fertig machen. Ist ja ganz klar. Das wird die letzte Folge mit Terraforming sein, das kann ich euch jetzt mal, denke ich, versprechen. So, hoffe ich jetzt mal, dass es auch eine ist, die nicht allzu lange dauern wird. Aber ich denke mal nicht, mittlerweile bin ich ja schon geübt in solchen Dingen hier. Weiß, wie ich das Ganze anzugehen habe. Von daher, macht euch keine Sorgen. Höchstens 20 Minuten prophezei ich jetzt mal, dann sind wir hier durch. Und dann kommen wir an die interessanten Sachen. Da freue ich mich schon besonders drauf, mal wieder so ein Ding zu themen. Mal schauen, ob ich das gut hinkriege. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich habe auch noch ein paar CSO-Terra-Dingens-Vorschläge bekommen. Bin einfach noch nicht dazu gekommen, das runterzuladen. Ich meine, das dauert ja immer ein bisschen. Na gut, eigentlich dauert es überhaupt nicht lange, aber ich weiß es nicht. So wenig Zeit gerade, dass ich heimkommen und aufnehmen kann. So. Jetzt muss ich das Ganze hier noch irgendwie verbinden. So. Das wird jetzt wieder das Witzige werden. Haha. Das kriege ich hin. Ich aber arbeite mich am besten von hier nach unten. Also von oben nach unten. Das müsste dann am einfachsten zu machen sein. So. Und schauen Sie, welche oben. Natürlich, hier müssen wir noch so machen. Was man kann, ich könnte hier das eigentlich auch echt so machen. So. Weil, wenn ich das hier so mache, kann ich da vielleicht was hinstellen? So ein kleines Häuschen oder sowas. Also mal gucken. Ich mach das jetzt einfach so. Ich meine, das muss ja hier nicht steil runtergehen. Das kann hier schön flach runtergehen. Gar kein Problem. Vielleicht sollten wir den dann auch ein bisschen niedriger machen. Was ist schon wieder passiert? Viele Besucher sind durstig. Alter, gehen wir mit ihrem Durst langsam auf den Sack. Es gibt nichts mehr zu trinken. Ich habe genug gebaut. Und wer das nicht einsieht, der ist selber schuld, der darf verdursten. Man muss doch nur dahin gehen, wo es Trinken gibt. Ja, was sagt ihr dazu schon, oder? Bin ich denn? So viel Tränke kann ich erstellen, dann baue ich hier jetzt auch nicht hin. So. Ah, so Schritt für Schritt ein Berg zusammenbauen hat irgendwie schon ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Aber es wird alles, Leute, das wird.
Das wird hier immer mehr. Dass ich nach oben gehe und versuche den Berg möglichst flach abfallen zu lassen. Also weiter hierhin geht's nicht. Ich will nicht, dass das so komische Abbrüche hat wie hier, das Außenterror. Deswegen wird das garantiert nicht gemacht. Da braucht ihr euch keine Angst. Da braucht ihr keine Angst haben. So, jetzt. Sorry, ich bin gerade ein bisschen blöde im Kopf, anscheinend. Mein Computer ist schon wieder so laut. Ich bräuchte echt mal einen neuen. Ja, eigentlich nicht. Der ist ja immerhin erst ein paar Jährchen alt, aber ich möchte einen neuen, sagen wir so. Ihr kennt es doch, oder? Eine Möglichkeit. So, wenn man sich anschaut, was es auf dem Markt gibt und was ich hier habe, dann habe ich einen ganz, ganz alten. Lass mal den mal abfahren hier. Das funktioniert doch gut, oder? Kommt schon. Runter. Runter. Ich finde, es funktioniert super. Aber ein bisschen nervig ist das Ganze hier schon, ne? Sehr gut. Ich weiß, dass ich gerade wieder ziemlich ruhig bin. Aber ich bin auch gut am Überlegen. So, ja. Ich finde, das sieht gut aus. Schön im Berg reingehauen. Gut, das muss jetzt alles wieder hoch, ne? Das ist klar. Wenn ich mich so anschaue, war meine Schätzung mit 20 Minuten hoffentlich nicht gelogen. So, haben wir das mal wieder. Das wird jetzt das Schönste. Das meine ich nicht positiv. Das wird jetzt das Schönste. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Da hoch bitte. Nicht so hoch. Aber das ist immer so eine Sache hier, gell? Also, Leute. Das hasse ich ja. Wir wieder so einen mega stark abfallenden Berg machen. Gut, hier geht's jetzt noch. Okay. Jetzt möchte ich doch nur ganz kurz mal schauen, ob ich noch weiß, wie es geht. Okay.
Na, no. Jetzt habe ich es wieder vergessen, glaube ich. Müsste aber so gewesen sein. Schauen wir einfach mal, ob das hinkommt. Dann holen wir mal kurz noch mal die Bahn her. Die müsste dann na, fast. Ein weiter drüben fängt das erst an. Wäre auch zu schön gewesen, das gleich auf Anhieb richtig zu haben, oder? So. So, dann ist das Ganze halt so. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, jetzt wird es schon mehr. Wobei ich eigentlich das Ganze schon gern so machen würde, dass es ein bisschen nicht ganz so hart nach oben geht, wenn ihr das versteht. Also ich hoffe jetzt mal, dass es das richtig ist, was ich hier mache, weil sonst ist es natürlich ein bisschen blöde, wenn das jetzt hier nicht hinpasst. Jetzt müssen wir echt mal die Bahn wieder kurz hinbauen. Jetzt passt es gut hin. Da bin ich froh. So, wir sind bei 13 Minuten. Ich muss mich ranhalten, wenn ich nicht als Lügner dastehen möchte. Beziehungsweise als jemand, der nicht gut schätzen kann. Aber darauf wird es hinauslaufen. Aber was ich zumindest, womit ich zumindest, wo ich zumindest gleich bleibe, ich werde nicht mehr zwei Folgen draus bauen. Das hier wird definitiv die letzte Terraforming-Folge, weil ich weiß, wie langweilig das auf Dauer sein kann. Gut, machen wir das mal eine Folge, eine halbe Stunde lang. Langweilig, ich weiß, aber Problem ist, es geht ja nicht so schnell. Problem ist, ich bin nicht zufrieden dann. Problem ist, ich will es perfekt haben. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was so meine Videos mit ausmacht, dass ich ewig brauche. Ach, Mist. Dass ich ewig brauche. Aber dass ich mir halt dafür auch mega viel Mühe gebe. Das ist auch etwas, was ich gerne so beibehalten möchte. So macht es mir auch am meisten Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr daran mögt in meinen Videos. Das ist schön.
Huch. So. Ja, passt alles so mehr oder weniger. Danach muss ich mal eine erste Testfahrt wieder machen. Jetzt können wir das wenigstens ein bisschen flacher gestalten. Gut, das jetzt nicht. Boah. So. Dann machen wir das aber bitte so hin. Das überlege ich mir auch gleich noch, wie ich das mache. Ah, nicht so hoch. So, ja. Aber das gerade lassen hier. So, ja. Und einmal hier rein. Und einmal hier rein. Hier mache ich jetzt wirklich mal ganz vorsichtig so. Warum, sage ich euch auch gleich dann. Hier darf Wasser rein. Hier darf ein bisschen Wasser rein, genau. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt nicht wieder verbaut dadurch. Ich denke nicht. Nur das Wasser muss ich höchstwahrscheinlich nochmal neu setzen dann. Aber damit kann ich leben. So, wo waren wir? Hier waren wir stehen geblieben. So, ziehen wir das Ganze hier noch ein bisschen hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Machen wir das hier noch korrekt. Hier muss man auch noch was machen. Der Terrafarbe, das passt hier noch nicht, nee. Gefährlich, ich weiß. Jetzt machen wir mal die Farbe anders, damit ich mir das besser vorstellen kann. Hier noch fertig. Uiuiuiui, das wird wieder lang. Ich denke mal, morgen wird es leider keine Folge geben. Aber dafür wird die hier schön lange. Ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht das künstlich in die Länge ziehen hier. Wir machen einfach eine große Folge daraus. Wer Bock hat drauf, soll sich es anschauen. Wenn nicht, der nicht. Machen wir es doch ganz einfach. Ich bin jetzt irgendwie mittlerweile ein bisschen von diesen Fast-Forward-Videos gehypt. Und überlegt, das hier auch zu machen bei so langweiligen Projekten. Wie jetzt hier das Terraforming. Ich meine, was sagt denn ihr da dazu? Soll ich das dann trotzdem aufnehmen und so in voller Länge zeigen wie hier? Oder sagt ihr, nee, das schauen wir uns eh nicht an, ich überspringe das eh, weil mir das zu doof wird? Ich meine, wir können ja reden.
Ich lasse sie mit mir reden, das wisst ihr ja. Soll ja euch und mir Spaß machen, das ist das Wichtigste. Es ist mir das Wichtigste, dass ich und dass ihr Spaß habt. Dafür mache ich die Videos ja schließlich. Und jetzt sagt, nee, scheiße, mach mal bitte schneller. Es reicht auch in einem Video 10 Minuten Schnelldurchlauf zu sehen. So interessant ist das jetzt nicht. Dann raus damit. Aber ich muss es wissen. Und dann kann man das ja machen. So, jetzt haben wir das hier, jetzt haben wir das hier. Jetzt machen wir noch das hier. Brezeln Main. Ach, die Brezeln in der Main Street wurden gesperrt. Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Kommst du da noch hoch? Ja. Und du auch. Gut. Würde ich gerne hier. Was stehen lassen. Ja, doch. Ich glaube, das tut dem Pack jetzt echt mal gut, ein bisschen Abwechslung der Ebenen zu haben, dass es nicht nur flach gebaut wird. Das hätte ich schon öfter machen sollen, auch in den älteren Parks. Das ist ja schrecklich, dass das bisher gar nicht drin kam. Die 20 Minuten haben wir leider überschritten, Leute. Aber da kann man nichts machen. Das ist halt jetzt so. Gut, wo ist die Musik? Kommt gleich ein neues Lied, ich sehe schon. Da ist es ja schon. So. Boah, bin ich gespannt, wie das dann am Ende aussieht, Leute. Ich kann es gar nicht erwarten. Gut, die Riesenideen. Entschuldigung. Die riesengroßen Ideen habe ich jetzt dazu noch nicht, muss ich jetzt auch mal ehrlich gestehen. Aber ein paar Sachen schwirren mir schon im Kopf rum. Wie man das und das machen könnte und... Das wäre gut. Das wäre nicht gut. Sowas habe ich schon im Kopf. Und ich sag's euch. Am Ende wird's gut aussehen. War doch bisher eigentlich immer so, oder? Habe ich schon mal was richtig Schlechtes gebaut? Auch wenn wir hier wahrscheinlich nach Weihnachten noch sitzen an dieser Bahn. Vielleicht lohnt sich da das lange Warten. Ich hoffe es jedenfalls. So. Ich hoffe es jedenfalls stark, ja? Komm schon. Hier müssen wir noch kurz einmal ran und dann da.
Und dann da und dann da und dann da. Und dann hier und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Komm schon, runter. Das sieht ja doof aus so. So. Gleich ist es soweit. So. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen Berg drüber. Yo. Ganz ehrlich, hier wird mir das jetzt so blöd mit so viel Variation. Hier ist es halt dann künstlich erschaffen. Deswegen ist das hier so gerade. Einfache Ausrede. So. Hier muss ich mir noch überlegen, wie ich das Ganze mache. Den hoch und ab da geht's dann runter. Letztes Mal die Bahn verunstalten. Hoppla. Ja, hier gehört die Kurve hin, ich weiß. Nein. Jetzt möchte ich noch einmal kurz hier. Hier rein. So, und jetzt geht es hier los. Und das war's auch schon. So. Hier können wir dann eine schöne Station drüber bauen. Boah, die Kamera spinnt hier schon ein bisschen rum. Ja. Hier durch die Talfahrt. So, ich stelle mir das gerade alles in meinem Kopf vor, Leute. Huch, oh, jetzt dachte ich schon, das bleibt hängen. Scheiß Spiel, das wäre jetzt der Höhepunkt gewesen. Mal gucken, ob das jetzt so geht, wie ich mir das vorstelle. Das sieht aber perfekt aus. Passt sich hier perfekt an. Lass mal ehrlich sind. Vom Terrain passt die Bahn jetzt. Gut, hat doch eine halbe Stunde gedauert. Aber nicht sagen. Das weiß keiner. Was war jetzt eigentlich der Eingang? Das war der Eingang. Was haben wir noch? Den hätten wir noch. Ich glaube, ich nehme den. Hier werde ich mit einem CSO bauen. Oh, wartet mal. Vielleicht bauen wir das Ganze auch so. Irgendwie so, und dann kommt hier noch. Machen wir jetzt erstmal hier den ganz normalen Weg. So. Allein vom Aufbau her, dass ich das erstmal habe.
funktioniert das hier? Natürlich funktioniert das hier nicht, wie ich mir vorstelle. 1, 2 hier. Okay, habe ich mir gemerkt. So. Das verstehe ich aber nicht. Das ist auch irgendwie nervig. Dass das so nicht funktioniert, wie man das möchte. So geht das dann. Hier können wir es dann gerne so machen. Gar kein Thema. Nur hier nicht. Hier müssen wir das so lassen. Hier können wir es auch so machen. Sehr gerne doch. Gar kein Problem. So, dann einmal so, den wieder hoch. Und ich denke, das war's dann endgültig. Da können wir noch schöne Holzwände dann reinbauen. Ich denke, das wird so ein Holzhäuschen hier. Jetzt bauen wir noch den Weg kurz hin und dann war's das für den Part. Genau so soll das sein. Genau so soll das sein. Ah, Moment. Da sehe ich was. Das gefällt mir aber so gar nicht. Ja, so schon besser. So, dann war es doch eine halbe Stunde statt einer Viertelstunde. Tut mir leid, aber dafür fahren wir das Ding jetzt einfach mal. Noch Probe, auch wenn es noch nach nichts ausschaut. Ja, im nächsten Part geht es dann endlich los mit der lang erwarteten Gestaltung von dieser Wildwasserbahn. Ich habe jetzt versucht, so wie eine echte Wildwasserbahn zu machen, dass es quasi nach oben geht. Dann fährt man einmal runter und dann geht es wieder nach oben und dann fällt man noch weiter runter. Und dann fährt man auch ruhig ins Ziel zwischendrin, ein paar ruhige Fahrten, man kann was erleben, man kann was sehen auf der Strecke. Das ist so der Plan, mehr oder weniger. Und ich fällt gerade auf, jetzt wo ich mich bauen muss, kann ich viel mehr am Stück reden und mich viel besser konzentrieren. So, einmal eine kleine Fahrt nach unten. Gut, ist schon relativ langsam, aber das macht nichts, dann kann ich hier überall schöne Sachen hinbauen. Da brauche ich aber Ideen. Was soll ich da hinbauen? Natürlich die typischen Bäume dürfen nicht fehlen. Oh, da war was, glaube ich. Da war gerade ein kleiner Terrafehler, den muss ich mir gleich noch anschauen. Aber jetzt machen wir das erstmal fertig. So. Doch nicht. Wir haben ja kurz Zeit, bis das Ding da hochfährt. Hier war das. Das muss so sein. Ja, alle relativ weit hintereinander, muss man mal sagen. Super. Dann dreht sich das Ganze um. Hui. Und das wartet da, ja. Okay, vielleicht kann man irgendwie die Zeit umstellen. Dass es nicht so schnell hintereinander fährt. Oh, irgendwie wird das jetzt noch ins Ziel auch gebracht. Also richtig rum. Irgendwie nicht, oder? Okay. Dann bauen wir hier noch einmal kurz um. Und den hier weg. Machen wir einfach ganz normal hin. So. Dann möchte ich bitte, dass ihr nicht gleich alle hintereinander losfahrt. Blockaufteilung, Luftkettengeschwindigkeit, Rundenzahl, eine Station synchronisieren, geringe Reibung, Abfahren, Zug, andere Zugbaustation, Mindestwartezeit 20 Sekunden.
So, ja, los. Wie sieht das aus? Das Ganze auf 30 Sekunden. Auf 50. Irgendwie hat sich das nicht so geändert, oder? Na, jetzt reicht's aber mal. Machen wir ein schönes Thumbnail noch hin. Ja, so sieht das gut aus. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Rollercoaster Tycoon 3. Bis dann und ciao.